An Kohlenmonoxidvergiftungen wegen defekter oder schlecht gewarteter Gasthermen reißt einfach nicht ab. In Wien, da ist ein junges Ehepaar samt der dreijährigen Tochter ins Spital eingeliefert worden. Zuvor hatte es ein neunjähriges Mädchen erwischt, das von seiner Mutter gerade noch gerettet werden konnte. Und in der vergangenen Woche sind nach dem Austritt von Kohlenmonoxid ebenfalls mehrere Menschen gerettet worden. Wie Sie sich selbst vor der unsichtbaren Gefahr schützen können, das hat heute in Österreich für Sie recherchiert. In diesem Haus in Wien-Liesing wohnt die neunjährige Eva. Sonntagabends findet sie ihre Mutter bewusstlos im Badezimmer. Das Mädchen hat Riesenglück, so wie alle anderen Opfer der vergangenen Tage auch. Alle Kohlenmonoxidvorfälle sind verhältnismäßig glimpflich ausgegangen. Alle Opfer haben überlebt. So wie wenige Tage davor in einer Kleingartensiedlung. Zwei Geschwister werden von ihrem Vater gerettet. Die Kinder waren bereits bewusstlos. Doch wie sich vor solchen Situationen schützen? Im Schulungszentrum der Wien Energie in Simmering sind die Fachleute versammelt. Hier gibt es Schulungen für Installateure, Rauchfangkehrer oder die Feuerwehr. Kohlenmonoxid wird hier als heimtückisches Gas bezeichnet. Es ist farb-, geruch- und geschmacklos und kann bei hoher Konzentration innerhalb von wenigen Minuten zur Bewusstlosigkeit führen. Und meistens sind es die Besitzer der Geräte selbst, die Kohlenmonoxidvergiftungen verursachen. Die größten Fehler sind, dass die Leute selbst, die Feuerstättenbetreiber, keine Wartungen und keine Reinigungen durchführen lassen. Der Fachmann sieht das Gerät zu selten. Das nächste ist das Einbauen von Abluftventilatoren, das nicht gestattet ist, müsste mit Rauchfangkehrer oder mit dem Installateur abgesprochen werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Egal bei welchem Ofen, ob Holz, Öl oder bei einer Therme, besonders gefährliche Situationen können entstehen, wenn man selbst Hand anlegt. Selbst um und um basteln an so Geräten birgt eine sehr große Gefahr. Erstens von der Seite, wenn man die Gasleitung aufschraubt. Das zweite ist, wenn man an der Abgasleitung was macht, dass es eben zu Kohlenmonoxidunfällen kommen kann. Was tun im Ernstfall? Falls es noch geht, die Therme selbst abschalten. Ansonsten so schnell wie möglich raus aus der Wohnung. Die Wohnung verlassen. Feuerwehr und Rettung holen. Die Einsatzkräfte in Wien sind derzeit alle mit Kohlenstoffmonoxidmessgeräten ausgestattet und sie wissen alle, was sie zu tun haben. Die Rettungsorganisationen appellieren an die Eigenverantwortung der Menschen. Thermen gehören regelmäßig gewartet, die Wohnräume gerade in der Heizsaison gut gelüftet. Allein in Wien hätten dadurch an die 100 Unfälle verhindert werden können.